Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das war die Jahreslosung für das Jahr 2022. Und das wurde auch auf dem YouTube-Kanal Einfach Glauben aufgegriffen. Leider, wie ich es auch schon seit Beginn an gesagt habe, hätte man das nicht auch mit mehr etwas aktuellem Bezug unterlegen können. Also das ist ja hier abzurufen. Was ich hier aufgerufen habe, ist die Dekanatsseite, Dekanat Bergstraße. Da wurde auch zum Beispiel noch nicht darauf eingegangen, dass wir leider ja keine Simultankirchen mehr haben und was die Gründe dafür sind. Und es steht, dass wir einen Kindergottesdienst einmal im Monat hätten. Es könnte noch da stehen, dass wir seit März 2023 ein Friedensgebet regelmäßig montags anbieten. Das habe ich auch darum gebeten, dass es auch dementsprechend veröffentlicht wird. Aber es steht nach wie vor der Hinweis auf den YouTube-Kanal Einfach Glauben dort. Und wie gesagt, das fand ich halt nicht so gut, dass in dem Jahr, wo die Jahreslosung war, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Parallel zu diesen Ausführungen zur Jahreslosung, unsere Gemeinde in Nordheim zur Amtseinführung von Pfarrer Bastek zur Rückverfolgung, wie heißt es hier? Bitte beachten Sie, dass wir zur Rückverfolgung von Covid-19-Infektionen nachstehende Daten von jeder teilnehmenden Person erheben müssen. Parallel war das eben ein 2G-Gottesdienst, also ich konnte gar nicht teilnehmen, also nicht nur ich, sondern einige andere auch. Eben zu Beginn des Jahres 2022. Und schade, auch da gab es weder vom damaligen Kirchenvorstandsvorsitzenden, das ist Pfarrer Polzer, da mal eine Aufarbeitung, dass man sagen könnte, auch so, dass manche Leute keine Vorschläge für die Tagesordnung der Kirchenvorstandssitzung mehr machen durften, also was eher präsentiert hat. Das betraf jetzt zufälligerweise auch mich. Da hätte man mal das ein bisschen aufarbeiten können. Also schade, das ist, wie gesagt, nicht passiert. Und das ist also tatsächlich hier über die Nordheimer Seite hätte das dann passieren müssen, diese Meldung. Und ich war halt jemand, der gefragt habe, nicht nur, wenn jetzt zum Beispiel wieder unsere evangelische Kindertagesstätte geschlossen wurde, beziehungsweise die Kinder ausgesperrt wurden, Betreuungsverbot, wo ich einfach mal gesagt habe, wo sind denn die evidenzbasierten Daten? Oder eben auch, was ich eben jetzt angesprochen hatte, diese 2G-Gottesdienste, was auch die Einführung von Pfarrer Bastek betraf. Ja, schade. Also da habe ich bis heute noch keine Antwort. Und an der Kerb, was ist ja auch, Kerbs 2024, wie wir jetzt gerade hinter uns haben, auch nochmal dann gehört. Also ist so ein Ausspruch wie, also vom jetzigen Kirchenvorstandsvorsitzenden oder KV-Sitzender, wie er sich bezeichnet. Rüdiger, ich werde alles unternehmen, um dich für alle Zeiten aus dem Kirchenvorstand zu entfernen. Eben weil ich halt gefragt habe, wo sind denn die evidenzbasierten Daten für diese ganzen Aussperrungen aus der Kita-Betreuungsverbot. Und leider habe ich darauf noch keine Antwort bekommen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es da noch eine Antwort dazu gibt. Aber ich habe es nur noch mal gemacht, weil es gab da Missverständnisse.
weil ja die Frage aufkam, warum steht eigentlich immer noch das einfach Glauben auf der Seite unserer Kirchengemeinde, auf der Homepage des Dekanats Bergstraße. Und ja, wie gesagt, schade, dass auf das Friedensgebet dort nicht eingegangen wird.